بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا ندرس الفقه؟ لو قال لك قائل لماذا ندرس الفقه؟ لماذا؟ ما الفائدة من دراسة الفقه؟ طيب، الفائدة من الفقه تقدم معنا لماذا ندرس التوحيد. Im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen und alles Lob und Frieden gehört dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum lernen wir den Fiqh und also das Verständnis in der Religion? Was sind die Gründe dafür? Und wir haben im letzten Seminar gelernt, warum wir den Tawhid, also den Ein-Gott-Glauben gelernt haben. العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، ولهذا ندرس التوحيد وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ندرس الفقه حتى تكون أعمال مقبولة. Wir lernen diese Sachen, weil die Anbetung des Menschen wird nur durch zwei Dinge angenommen. Wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, wird sie angenommen. Erstens durch die Aufrichtigkeit zu Allah, und das kannst du nur, wenn du Tawhid hast, also einen Gott glauben, und deswegen haben wir den Tawhid gelernt. Und zweitens durch die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und deswegen müssen wir den Fiqh lernen, um zu verstehen, wie er gehandelt hat. نريد أن نقسم الفقه إلى قسمين. Wir wollen den Fiqh, also das Verständnis in der Religion, in zwei Teile teilen. عبادات ومعاملات. Der erste Teil sind die Anbetungen und der zweite Teil ist der Umgang. وقد نلحق مع المعاملات شيء من القضاء وغيره. Und mit dem Umgang werden wir auch andere Themen besprechen, wie zum Beispiel die Gesetzgebung und das Richten. إذن الفقه ينقسم إلى قسمين. Also teilen wir den Fiqh in zwei Teile. عبادات. Anbetungen. ومعاملات. Und der Umgang. العبادات أركان الإسلام. Die Anbetungen sind die Säule des Islam. ومع أركان الإسلام الجهاد. Und unter den Säulen des Islams gehört zum Beispiel die Anstrengung, also der Dschihad. نبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا فيه الطهارة، طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. Und wir beginnen mit dem Bezeugnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und mit der Reinheit. Und zwar erstmal die innere Reinheit, und zwar, dass man sein Herz vor allem Unglauben und allem Schirk reinigt. Und danach die äußere Reinheit. ثم الصلاة. Danach das Gebet. ثم الزكاة. Danach die Abgabe, die Zakat. ثم الصيام. Danach das Fasten. ثم الحج. Danach die Pilgerfahrt. ثم الجهاد. Und danach die Anstrengung, also der Jihad. هذا القسم الأول. Das ist der erste Teil. الثاني المعاملات. Der zweite Teil ist der Umgang und die Taten. يؤلف الفقهاء لك ف تبدأ أول ما تبدأ لابد أن تبدأ بالطهارة، ولابد أن تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر. Und die Gelehrten haben in diesem Punkt angefangen mit der Reinheit, weil bevor du eine Tat machst oder Anbetung machst, musst du erstmal sauber sein, von innen erstmal und danach von außen. تطهر الإنسان في الداخل من الشرك وفي الباطن من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر وكذلك من النجاسة، فماذا يصنع الآن؟ Wenn der Mensch sich nun gereinigt hat, von innen nach außen, erstmal von innen von allem Unglauben und von außen von allen Unreinheiten, seien sie klein oder groß, was macht er jetzt? تأتي الصلاة. Danach kommt das Gebet. وعلى هذا ثم بعد هذا الزكاة ثم بعد هذا الصيام ثم الحج ثم الجهاد. Nachdem er sich gereinigt hat, betet er und fastet er und spendet er und geht auch zur Pilgerfahrt. ثم المعاملات. المعاملات فيها أول ما يأتي في الغالب في المعاملات البيع. Und danach der Umgang. Und das erste Thema, was sich öffnet im Thema Umgang, ist das Verkaufen. باع واشترى وحصل له مال. Eine Person hat verkauft und gekauft und hat jetzt Vermögen. ماذا يصنع الإنسان الآن إذا باع واشترى؟ بعد هذا يكون النكاح. Nachdem er gekauft und verkauft hat, was passiert? Er will heiraten. والنكاح يأتي في كتاب الصداق. كتاب الصداق ما يدفع للمرأة المهر.
danach, wenn er heiraten will, dann öffnet sich auf einmal das Thema vor ihm, dass er etwas der Frau geben will, muss, eine Abgabe. Und der Umgang mit der Frau. Und die Erziehung der Kinder. الآن بعد ما يأتي النكاح وما يتعلق به يأتي بعد هذا الطلاق. Nachdem wir dann alles gelernt haben, was mit der Heirat und der Ehe geht und der Erziehung, danach kommt das Thema die Scheidung. والطلاق يحتاج إلى عدة فلا بد من العدد. Und يعني مدة وزمن تجلس المرأة تتربص وتنتظر فيه. Und die Scheidung hat eine bestimmte Zeitspanne, worin die Frau absitzen und warten muss. وإذا حصل الطلاق في الغالب أن تكون هناك خصومة، فإذا كان هناك خصومة لابد من الجناية من أن يتعدى الزوج على الزوجة أو على أهلها وكذا. Und wenn es eine Scheidung gibt, dann gibt es meistens auch Streit. Und für einen Streit gibt es auch Probleme. Das heißt, entweder macht der Ehemann Probleme mit seiner Frau oder mit ihrer Familie. وإذا حصلت الجنايات لابد من الفصل بين الخصوم وهو باب القضاء. Und wenn dieser Streit passiert und wenn zwei Parteien sich streiten, dann muss jemand dazwischen schlichten. Und deswegen gibt es auch das Thema im Fiqh, dass wir das richten. والحدود. Und die Grenzen. والدعاوى البينات أن أدعي على فلان وحضور البينة. Und dass man Beweise bringt und jemanden verrichtet. فإذا صنع هذه الأشياء وحصل له القضاء يختم الفقهاء في الغالب كتب الفقه إما بالعتق أو بالإقرار. العتق يعني العتق من النار كما يعتق العبد من عبودية الإنسان يعتق ويصبح حر. هذا هو العتق. يختم الفقهاء ب العتق وهو أن يكون لدينا عبد مملوك لإنسان فيعتقه يختم الفقهاء بهذا بالعتق. Wenn dann dieses Thema aufgeklärt ist, das Thema der Scheidung und dann das Richten im Gesetzgebung, danach bringen die Gelehrten des Fiqh ein weiteres Thema und das, damit schließen sie immer diese Bücher ab und zwar, dass man einen Sklaven zum Beispiel freilässt. نعم. وهناك من الفقهاء من يختم بالإقرار. الإقرار أن يقر يعترف بأن لديه حق أو حقوق الإنسان مثلا فيختم بعض الفقهاء بالإقرار تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Und viele Gelehrten gehen aber mit einer festen Entscheidung davon aus, dass der Mensch mit dem Zeugnis, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte Gesandte ist, dass der Mensch damit sein Leben beendet. إذن يبدأ الفقهاء بالطهارة بالتوحيد طهارة الباطن قبل الظاهر. Also wir nehmen nochmal von vorne. Die Gelehrten fangen an mit der Reinheit. Die Reinheit von innen, vor allem Götzendienst und Unglauben und danach die Reinheit von außen. ثم بعد هذا الصلاة. Danach gehen sie weiter mit dem Gebet. ثم الزكاة. Danach kommt die Abgabe. ثم الصيام. Danach das Fasten. ثم الحج. Danach das Pilgern. ثم الجهاد. Danach die Anstrengung. ثم المعاملات. هذا من الذي انتهى عبادات أركان الإسلام مع الجهاد. Danach der Umgang und danach die und das waren dann die Säulen des Islam mit den Anbetungen. ثم المعاملات من بيع وشراء وإجارة. Und danach der Umgang wie zum Beispiel Kauf und Verkauf und Mieten und so weiter. ثم بعد هذا النكاح. Danach das Heirat. ثم الطلاق. Danach die Scheidung. ثم العدد. Danach die Wartefrist. ثم بعد هذا الجنايات. Danach die Probleme und die Fälle. ثم القضاء والدعاء والحدود. Danach gibt es die Grenzen und danach gibt es einen Richter und das Gesetz. ثم بعد هذا ما يتعلق قلنا إما أن يختم الفقهاء بالإقرار أو بالعتق من النار. Und als letztes gibt es dann eine von zwei Entscheidungen. Entweder, dass man fest davon ausgeht, dass diese Person mit La ilaha illallah steht, also mit der Entscheidung, oder dass sie freigesprochen wird von dem. Und das sind alle Themen, die der Fiqh umkapselt. ندرس بإذن الله في كتاب الطهارة أبواب منها. Und wir werden jetzt im Thema der Reinheit mehrere Themen durchnehmen.
قلنا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة باطن وطهارة ظاهر. Wir haben gesagt, dass die Reinheit sich in zwei Teilen lässt. Die erstens die innere Reinheit, zweitens die äußere. طهارة من الشرك وطهارة من الحدث. Die innere ist die Reinheit vor dem Unglauben und Götzendienst und die äußere ist die Reinheit vor Dreck. طهارة من الشرك إنما المشركون نجس. Die Reinheit vor dem Götzendienst, dafür ist der Beweis, dass Allah sagt, wahrlich, die Götzendiener sind unrein. Ja. أما الطهارة التي تسمى بالطهارة الحسية هذه طهارة إما طهارة حدث أو طهارة خبث الحدث حدث أكبر وأصغر والخبث الأشياء النجسة أنه يطهر البدن والبقعة والثوب نعم Und die äußere Reinheit ist, dass der Mensch sich säubert, und zwar entweder vor den Unreinheiten, die aus dem Körper kommen, oder die Unreinheiten, die den Körper dreckig machen. والطهارة تكون بالماء وهو الأصل. Und die Reinheit wird wie gemacht, und zwar, dass man sich reinigt mit dem Wasser, und das ist der Ursprung. أو بالتراب وهو الفرع. Und man, wenn man kein Wasser findet, dass man das dann mit Sand oder Staub macht. إذن سأذكر هنا في كتاب الطهارة أقسام المياه. Das heißt, wir werden jetzt im Thema der Reinheit werden wir die Arten des Wassers durchnehmen. الوضوء والاغتسال. Und danach die Waschung und die Ganzkörperwaschung. والتيمم. Und danach das Tayammum, dass man sich mit dem Staub wäscht. وإزالة النجاسة عن البدن والبقعة والثوب. Und dass man den Dreck wegmacht vom Körper oder von der Kleidung. وما هي الأشياء النجسة. Was? Wir werden lernen, was sind die dreckigen Sachen. وكذلك سيأتي معنا في هذا الباب الأمور التي تتعلق بالحيض والنفاس. Und wir werden auch in diesem Thema lernen alle Dinge, die sich mit der Menstruation und der Periode bewegen. نعم وكذلك سنن الفطرة. Und wir werden auch die Sunnas in der natürlichen Veranlagung lernen. حلق العانة. Dass man zum Beispiel die Achseln rasiert. ونتف الإبط. Und die حلق العانة حلق الشعر الذي ينبت حول القبل. Und zwar, dass man sich, dass man die Haare schneidet und kürzt, die um den Schambereich wachsen. ونتف الإبط. Und dass man unter die Achsenhöhlen auch schneidet. والسواك. Und dass man den Zahnstift benutzt, diesen Siwak. وقص الشوارب. Und dass man seine Schnurrbart kürzt. وإعفاء اللحى. Und dass man seinen Bart wachsen lässt. تقليم الأظافر. Dass man die Fingernägel schneidet. كذلك يأتي في كتاب الطهارة الباب الآنية الأواني التي يوضع فيها الماء لأن الماء هو الأصل في الطهارة فلا بد أن يوضع في إناء فنأخذ الآنية هنا. Und danach, nachdem wir wissen, dass wir mit Wasser angefangen haben, um uns damit zu reinigen, lernen wir auch die Gefäße, weil wir müssen wissen, mit was wir dieses Wasser transportieren. نعم. هذه أشياء تذكر هنا في الطهارة وكذلك سنذكر بإذن الله تعالى ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. Und das sind Sachen, die wir in der Reinheit lernen. Und wir werden auch lernen, wie man sich, wie man aufs Klo geht und wie man sich säubert. نعم. هذه باختصار بعض الأبواب التي تذكر في كتاب الطهارة. Und das ist jetzt zusammengefasst, kurz gefasst, die Punkte, die erwähnt werden im Thema Reinheit. تطهر الإنسان ماذا يصنع الآن يصلي. Wenn sich der Mensch gereinigt hat, was macht er? Er betet. الصلاة تنقسم إلى قسمين فريضة ونافلة. Das Gebet teilt sich in zwei, in Pflicht und freiwillig. فنذكر في هذا الكتاب في كتاب الصلاة صلاة الفريضة وصلاة النافلة. Und danach, also wir lernen jetzt in diesem Thema das Pflichtgebet und das freiwillige Gebet. والأذان والإقامة. Und der Gebetsruf und die Iqama zum Gebet. وأوقات الصلوات المفروضة. Und die Zeiten der Pflichtgebete. وأوقات النهي. Und die Zeiten, in denen es verboten ist zu beten. كل ما يتعلق بالصلاة يذكر في هذا الكتاب في كتاب الصلاة. Also werden wir im Thema des Gebets alles lernen, was um das Gebet sich dreht. صفة الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبة الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة. Die Art des Gebets, die Pflichten des Gebets, was macht das Gebet ungültig, die Zeiten des Gebets und so weiter. ويذكر كذلك أحكام الإمامة. Und es werden genauso auch erwähnt die Urteile des Imams. والمساجد. Und der Moschee. كل ما يتعلق بالصلاة يذكر في هذا الكتاب.
Alles, was mit dem Gebet zu tun hat, wird hier erwähnt. ثم بعد هذا نأتي إلى كتاب الزكاة. Und danach werden wir zum Thema der Zakat kommen, der Spendenabgabe. فريضة ونافلة. Es gibt Pflicht und es gibt Freiwillige. فالفريضة تنقسم إلى قسمين. Die Pflichtabgabe der Zakat teilt sich in zwei. زكاة مال وزكاة بدن. Es gibt die Abgabe des Vermögens und die Abgabe des Körpers. زكاة البدن هي زكاة الفطر. Die Abgabe des Körpers ist Zakat al-Fitr, was man gibt. التي تخرج في يوم عيد الفطر بعد رمضان. Und diese Zakat al-Fitr, die gibt man spätestens am Tag des Fastenbrechens, nachdem man ganz Ramadan gefastet hat. أما زكاة المال فالأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة. Und jetzt der zweite Teil, die Abgabe im Vermögen, da gibt es vier Teile. الذهب والفضة. Das Gold und Silber. وما يقوم مقام الذهب والفضة من عملات ورقية يورو أو دولار. Und alles, was dem ähnelt, das heißt jede Währung wie Euro und Dollar und alle Währung wie عروض التجارة الثانية ما أعد للبيع والشراء. Und die Ware, die vorbereitet wurde, um zu verkaufen. Supermarket مثلا. Zum Beispiel als ein Supermarkt. طيب الثالث السائمة من بهيمة الأنعام يعني التي ترعى دون أن يشتري لها علف من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم. Und danach ein Anteil davon von deinen Tieren, zum Beispiel von den Kamelen oder den Kühen oder den Schafen, diejenigen, die auf die Weide gehen und es fressen, ohne dass du für sie extra was kaufen musst. إبل والبقر والغنم. Dazu gehören wie gesagt die Kühe, die Kamele und die Schafe. نعم. ثم الخارج من الأرض الحبوب والثمار. Und danach der vierte Teil ist das, was aus der Erde herauskommt. Zum Beispiel, wenn du erntest, alles, was du gesät hast. قمح شعير. Wie zum Beispiel der Weizen. تمر. Oder Datteln. ولا زكاة في الخضروات ولا في الفواكه كالبرتقال مثلاً. Und es gibt keine Zakat für die grünen Dinge oder für das Obst, zum Beispiel die Orangen. وفي الخضروات كذلك الجرجير البقدونس هذا ليس فيها زكاة. Und alles was dazu gehört, zum Beispiel Petersilie oder Lauch, alles was grün ist, wird nicht Zakat genießen. نعم. سيأتي أيضا في الزكاة من يدفع الزكاة ومن يأخذ الزكاة. Und wir أهل الزكاة. Genau, wir werden auch lernen in diesem Thema von Zakat, wer muss die Zakat zahlen, diese Pflichtabgaben, und wer sind diejenigen, die es verdienen, also wie arm sind sie, dass sie das verdienen. Und nach diesem Thema werden wir das Fasten besprechen. Ein Fasten, was Pflicht ist und ein Fasten, was freiwillig ist. Siyam al-Fard, Siyam Ramadan, wal-Kaffarat, wal-Nudur. Das Fasten, was Pflicht ist, sind drei. Erstens das Fasten im Ramadan. Zweitens das Fasten, was du als Sühne machst, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und das dritte ist das Fasten, wenn du es von Allah versprochen hast. Und wir werden auch das freiwillige Fasten erwähnen, wie zum Beispiel das Fasten am Montag oder am Donnerstag. Und wir werden alles erwähnen, was mit dem Fasten zu tun hat. ثم بعد هذا يأتي كتاب المناسك أي الحج والعمرة. Und danach werden wir ein Thema öffnen, das mit der Pilgerfahrt zu tun hat und der kleinen Pilgerfahrt. فريضة ونافلة. Pflichten und Freiwillige. نذكر محظورات الإحرام. محظورات الإحرام أي ما يمتنع على المحرم. Wir werden erwähnen, was derjenige, der im Ihram-Zustand ist, also die zwei weißen Tücher angezogen hat, was derjenige nicht machen darf, werden wir alles erwähnen. Und wir werden auch die zeitlichen Grenzen und die örtlichen Grenzen erwähnen. Darf. Und alle anderen Dinge, die sich um dieses Thema drehen. Und weiter mit dem Dschihad, also der Anstrengung. Pflicht und freiwillig. ثم بعد هذا ننتقل للقسم الثاني وهو المعاملات وما يلحق بهذا القسم. Und danach werden wir zum zweiten Teil gehen und das sind der Umgang und alles was damit zu tun hat. البيع. Das Verkaufen zum Beispiel. والإجارة. Oder das Mieten. والرهن والكفالة والربا والقرض والصرف.
كل هذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى. Zum Beispiel das Darlehen oder die Zinsen oder das Wechseln von Geld, alles was damit zu tun hat. ثم ذكرنا بعد هذا يأتي النكاح. Und danach kommt die Ehe und das Heiraten. الطلاق. Danach die Scheidung. العدد. Danach die Wartezeit. ثم بعد هذا قلنا الجنايات. Danach haben wir gesagt, werden wir besprechen die Fälle, also in denen zum Beispiel etwas verbrochen wurde. والقضاء. Und danach das Gesetz darüber. وسماع الدعاوي. Und danach werden wir die besprechen, wer alles dann verhört wird. والشهادات الشهود. Und die Zeugnisse und die Bezeugnisse. والبينات يعني وثائق يقدمها. وثائق يقدمها شهادات أو مستندات. Okay, und alle Belege und Beweise, die hat vor Gericht. ثم بعدها قلنا يختم إما بالقرار أو بالعتق. Und danach haben wir gesagt, entweder wird ihn freilassen oder bestrafen. هذه نبذة مختصرة عما يكون في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. Und das sind Themen, die werdet ihr in den Büchern der Gelehrten von Fiqh immer finden. قد يختصر البعض وقد يكون في بعض الكتب تطويل. Ihr werdet in einigen Büchern finden, dass die viel kürzen, und ihr werdet in anderen Büchern finden, dass der Gelehrte viel detailliert geschrieben hat. نعم والله أعلم صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. Und Allah weiß es.